Im türkischen Izmir wird das Zürcher Ehepaar C. grausam ermordet, regelrecht hingerichtet. Der Hüsnütze mit 17 Messerstich, seine Frau mit einem Stich ins Herz. Warum? Das ist völlig unklar. Die Familie C. mit der türkischen Wurzel gilt in der Schweiz als Vorzeigefamilie für eine erfolgreiche Integration. In einem Dokumentarfilm ist sie auch porträtiert worden. Philipp Bobor und Dana Gablinger. Kind vom brutalen ermordeten Ehepaar C brechen zusammen, wo Zerg ins Auto gedreht werden. Niemand von den angehörigen Familienmitgliedern kann fassen, was passiert ist. Die südtürkische Küstenstadt Izmir steht unter Schock. Das schweiz-türkische Ehepaar C aus Albisrieden wird am Dienstagmittag von der Polizei tot aufgefunden in ihrer Wohnung. Die Ehefrau Aytin C wird durch einen Messerstich ins Herz getötet. Der Mann Hüsnü C ist von 17 Messerstichen übersät und liegt tot im Bad. Dort in Zürich-Albisrieden hat das Ehepaar gewohnt. Die Nachbarin Elian Burkhardt ist eine enge Freundin der Familie. Sie versucht verzweifelt, ihre Trauer in Worte zu fassen. Es sind herzensgute, liebe, einfache Leute. Auf einmal hat es gerufen, sind sie gekommen und haben gesagt, schau, meine Frau hat eine türkische Spezialität gekocht. Und wenn du es gerne hast, komm, kannst du noch mehr haben. Sind einfach wirklich herzensgute, liebe Menschen gewesen. Außerdem ist das Ehepaar eingebürgert und gilt als Vorzeigefamilie betreffend Integration. Mutter und Tochter haben im Zusammenhang mit dem Islam sogar in einem Doc-Film mitgewirkt. In unserer Kultur braucht man beide Eltern, oder? Weil irgendwie, wir sind ganz anders in Kultur als Eltern. Wir machen alles mit der Familie. Vermutlich hat der Ehemann Hüsnü C. die Mörder freiwillig ins Haus gelassen. In der Türkei gilt er als Immobilienmogul. Es kursieren Gerüchte, es handle sich bei diesem Mord um eine Abrechnung von einem ehemaligen Mieter. Unvorstellbar für die Nachbarin Elian Burkhardt. Wie ist so etwas möglich bei einfach so normalen Leuten? Es gibt Leute, die sind auffällig und aggressiv. Da würde man sich weniger wundern, aber da einfach unerklärlich. Killer sind vermutlich Profis. Das, weil weder Schmuck noch Geld fehlt, dafür die Speicherkarte von der Überwachungskamera. Der frühe Pensionierte, der in der Schweiz Textilhändler war und seine Frau, haben wie so oft zwischen Zürich und Izmir pendelt. Das Mal wollten sie länger bleiben, weil die Ehefrau eine Kur machen will. Die Polizei hat jetzt eine Untersuchung eingeleitet, eine Sonderkommission ermittelt im Mordfall. Bei einer Schiesserei im